Hallo, was machen Sie denn hier? Das ist hier chinesische Fake Tial. Das wird im Turbozentrum verkauft, oder? Nee, das wird Kunden verkauft, die dann zum Turbozentrum sagen, mein Tial-Wurf funktioniert nicht. Das ist natürlich schlecht, ja. Ja. Was machen Sie damit jetzt? Ich würde es am liebsten jetzt auf den Boden schmeißen, aber ich will erstmal zeigen, dass es nicht funktioniert. Also. Ich könnte es auf den Boden schmeißen, dann wird es auch. Wir wurden gebeten, mal was zum Thema Fakes und so im allgemeinen gebräuchlichen China-Kopien zu bringen. Deswegen fangen wir jetzt mal hier an, so mit einer klassischen Kopie eines Tial-Pop-Offs. Wir hatten einen Kunden, der uns öfter geschrieben hat, angerufen hat, er hat Probleme mit seinem Tial-Pop-Off und wir haben natürlich versucht, ihm zu helfen, bis wir dann mal gesagt haben, bring doch mal das Teil vorbei, wir wollen uns das mal angucken. Bei uns auf dem Tisch fiel uns natürlich sofort auf, es ist eine Kopie. Der Kunde hat es gekauft bei eBay Kleinanzeigen, gebraucht, 150 Euro, war der Meinung, er kauft das Tial Original, weil Tial Logo, made in USA, Seriennummer. Jetzt ist es so, wir erkennen es sofort, der ein oder andere vielleicht nicht. Wir versuchen jetzt hier mal so ein bisschen darauf hinzuweisen, wo die Unterschiede sind. Als Vergleich haben wir jetzt leider nur die neuere Version vom Tial. Das heißt, wir haben jetzt das Tial Q, das ist der Nachfolger von dem Tial BV50, genau. Und das hier ist praktisch die Kopie vom Tial BV50. Es wird nicht lange dauern, dann wird auch ein Q nachgebaut, QR, wie auch immer. Nachgebaut wird effektiv alles. Ihr müsst aber darauf achten, wo liegen die Unterschiede. Nur weil ich hier ein Tial-Logo habe und eine Seriennummer, heißt es noch lange nicht, dass es original ist. Im Zweifel gibt es auf der Tial-Webseite auch schon ein Verzeichnis über Seriennummern, die gerne nachgebaut wurden, weil in der Kopie ist es immer die gleiche Seriennummer. Die machen sich nicht mal die Mühe, eine fortlaufende Nummer zu nehmen, die nehmen immer die gleiche. Damit können wir schon mal anfangen. Das Tial-Logo, man vergleicht es hier, deutlich schlechter gelasert. Das Originale ist deutlich dünner, feiner und auch die Schrift für das Made in USA deutlich feiner als hier. Hier wird irgendeine Standard-Windows-Schriftart benutzt. Hier hat Tial, keine Ahnung, eine Standard-Windows-Schriftart. Sieht halt aber einfach nur feiner aus. Es ist feiner, kleiner und demnach besser verarbeitet. Wenn man sich dann so ein bisschen die Fräsprofile anguckt, ist alles abgerundet. Deutlich höherer Aufwand beim Fräsen, während hier einfach platte Kanten drin sind. Muss halt schnell gehen und billig sein. Und dann geht es eigentlich schon so in die ganz, ganz klaren Details, wo jeder stutzig werden sollte. Hier sind Stufen drin. Das heißt, der Übergang von dem oberen Deckel und dem unteren Teil ist komplett versetzt. Das funktioniert gar nicht. Ich muss mal kurz auf die Kamera gucken, ob man das hier erkennt. Ja. Die Schrauben sind überhaupt nicht mittig in der Fräsung, die dafür vorgesehen ist. Hier habe ich eine große Fräsung. Hier habe ich plötzlich mal eine kleine Fräsung. Ja, da ist jetzt gerade mal so groß gefräst wie der Schraubenkopf, hier auch und hier sind es auf einmal größere Fräsungen. Es passt einfach hinten und vorne nicht aufeinander. Ganz markant für China-Kopien, das sieht man natürlich hier so ein bisschen, ja, jetzt sieht man es ganz gut, eingefettet. Kopien sind fast immer eingefettet. Normales Pop-Off funktioniert, weil es einfach vernünftig plan gefräst ist und damit einfach darüber schon abdichtet und einfach also in der Führung läuft. Ein China-Pop-Off hat Fett, damit zum A, der Kolben sich bewegen kann da drin, und B, damit es dann auch dicht wird, damit keine Luft mehr entweicht. Den Dichtring, den sieht man schon im geschlossenen Zustand. Beim Original muss ich schon sehr schräg hingucken, um den Dichtring zu sehen. Es ist einfach eine viel bessere Passung. Absoluter Oberknaller. Der Kolben an sich wurde hier mit einer Schraube befestigt. Man hat hier einfach eine Schraube reingedreht. Ja, das gibt es im Original nicht. Das ist der absolute Humbug. Ja, und dann kommt der Brüller überhaupt. Man spart natürlich massiv Geld und nimmt eine, weiß ich noch nicht mal, ob es Edelstahl ist. Wenn man Glück hat, ist es eine Edelstahlschelle. Es ist eine 0815 V-Bahn-Schelle, wahrscheinlich aus dem billigsten Edelstahl, den es gibt. Tial verwendet gefräste Aluminium-V-Bahn-Schellen. Die sind sicherlich sauteuer, weil sie auch in der Herstellung sauteuer sind, aber es passt einfach viel besser zusammen. Ich habe ein Tial, also ich habe ein Alu-Pop-Off, ich habe eine Alu-Verrohrung in der Regel, ich habe eine Alu-Schelle, Alu-Flansche, es passt einfach viel, viel besser. Hier leider rausgeschmissenes Geld, gebraucht gekauft, nicht aufgepasst. Wir können halt nur empfehlen, passt wirklich auf. Nehmen wir auf. Also so viel dazu, mein kleiner Einblick. Klar, wenn ihr euch nicht sicher seid, ich meine,
Original kaufen könnt ihr bei uns, das wisst ihr. Ihr könnt bei uns neu kaufen. Wir haben natürlich nichts dagegen, wenn man versucht, Geld zu sparen und Gebrauch zu kaufen. Wenn ihr euch irgendwann mal nicht sicher seid, wenn ihr irgendwo ein Angebot habt, sprecht uns gerne darauf an. Wir helfen uns weiter, euch weiter. Wir haben eine technische Hotline, eine Telefonnummer, blenden wir mal hier ein. Und ebenso E-Mail-Adresse ist technik@turbozentrum.de. Relativ simpel. Ja, wenn ihr Fragen habt, kommt einfach zu uns. Wir helfen euch gern weiter und passt auf, was ihr gebraucht kauft. Es ist wirklich, der Markt ist voll mit Kopien. Und wir werden demnächst auch noch weitere Videos machen und weitere Sachen zeigen. Dankeschön. Turbozentrum, buddy. Hey, what if I was one?